Hallo Leute, hier wieder zurück bei The Binding of Isaac Rebirth und heute werden wir wieder eine weitere Folge mit Isaac verbringen oder einem anderen seiner kleinen Kumpanen. Wir werden, glaube ich, wieder auf Random gehen und hoffen und gucken, wen wir bekommen. Zum Beispiel das kleine Blue Baby oder sonst wen. Wir werden es einfach sehen. Isaac, hier sind der kleine Isaac. La 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 la. So, direkt am Anfang ein Herz-Item. Na, super geil. Ich hätte gerne mit mehr Schaden gehabt, aber okay. Kann ich mitleben. Solange es jetzt einen guten Teufelsstil gibt. So. Wir weihen jetzt erstmal die Flammen weiter aus. Ui. Und dann gehen wir hier rein. Komischer Regenwurm, der Bluttränen schießt. Der verdammt viel aushält. Ein Seelenherz. Und weiter geht's. Die wollen eigentlich meine Freunde sein. Seid meine Freunde. Ich bin immer noch ein kleines Kind. Uiuiuiui. Der wollte mich anflennen. Das sag ich. Du kleines Würmchen hier. Blub, blub, blub. Und eine Bombe. Sehr schön. Welcher Boss kommt? The Hound. Okay. Den hatte ich bis jetzt auch erst, glaube ich, einmal. Aber der ist schon so früh hier im Spiel. Oh Gott. Ich dachte, der kommt irgendwie später. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, ich hasse diesen Boss. Ja, den hatte ich auch, da hatte ich auf jeden Fall schon mal. Der macht jetzt sein Gesicht auf. Jetzt schießt er, genau. Ah, Mann. Das gibt's doch nicht. So, komm schon. Jawohl. Und blub, 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 blub. Los, komm schon. Stopp bitte. Ah! Das war knapp. Oh! Auch knapp. Und blub, 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 blub. Jetzt haben wir da. Jawohl, Soul Heart. Blub. So, und oh, haben wir schöne Schuhe, guck mal, ganz rot. Das ist genau unser Stil. wir gucken mal, vielleicht kriegen wir den Geheimraum für die Ebene hier. Wäre ich natürlich auch erfreut drüber. Zack. Puff. Verdammt, ich dachte, der wäre hier. Okay. Bei einem anderen Mal vielleicht. Hoffen wir jetzt nur, dass wir in der nächsten Ebene den Schlüssel finden, damit wir auch in den Item Room können. Runter. Cellar 2. Oh, last. Oh, wenn wir Glück haben, kriegen wir von dem Poison Touch. Das ist somit das Beste, was der eigentlich droppen kann. Weil das sind, ich glaube, jeder von den Todsünden hier hinterlässt immer ein spezielles Item. Oder eben nicht. Oder zum Beispiel hier der nur meistens oft auch nur Pillen, Bad Trip. Geil. Oh, wieso sind so viele Spinnen? Oh, ich keine Spinnen. Nein. Oh, Alter, echt, wieso denn so viele Spinnen? Ich versteh's nicht. Und wie lange muss man eigentlich auf so ein Ding draufstießen, damit die kaputt gehen? Du hier, 1, 2, 3, 4, 5. 5 verfickte Male, 5. So, komm her, Spinne. Ich wein dich tot. Ich ertränk dich. Vielleicht kommt so eine riesige Hand von der Mom, packt die auf ein Tuch und trägt's raus. Death. Okay. Der Tod. Kommt euch alle holen. Plop. Da droppt Schlüssel. Oh, geil, sogar einen goldenen. Cool. Bringen zwar nur auf der Ebene was, aber jetzt könnten wir theoretisch alle Türen, die auch verschlossen sind oder Truhen oder irgendwas, alles aufmachen. Selbst wenn wir es gar nicht brauchen. Geil. Ja, mehr Damage. Plop, 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 plop. Da werden sie schon rot, die Tränen. Das sollte ordentlich Damage-Aufschub geben, glaube ich. Die Krone da, die Dornenkrone. Aber mehr Shoot Speed wäre auch gut. Ah, ja, klar doch, ey. Oh Mann, ey. So, das kotzt maximal an. Ja, nehme ich mit. Bis jetzt ist das Glück noch nicht ganz so hold, ne? Egal. Pin. Blub, blub. Und Pin. Ja, wie gesagt, Pin.
Wie gesagt, die Anfangsbosse sind halt auch wirklich sehr leicht. Selbst ohne viele Items sollte man die ohne Probleme besiegen können eigentlich. Ich kann mich noch an mein erstes Mal, dass ich Binding of Isaac durchgespielt habe, erinnern. Ich habe beim ersten Run damals bei dem ersten Binding of Isaac. Oh, all sets up, geil. Neue Krone. Haben wir gleich mal auch eingetauscht. Nein, da habe ich nämlich ewig für gebraucht. Ich hatte das erste Binding of Isaac noch. Und ich kam nicht weiter. Und ich wusste nicht, was ich machen kann. Weil ich dachte, ich wäre nun langsam mal so auf der. Nun langsam mal gut genug oder so. Und es wurde immer nicht. Kurz vor Mom war immer sowieso Feierabend. Und dann irgendwann eines Abends, ich kann mich nicht dran erinnern, es war sehr lustig, kam ich nach Hause von der Party und war, ich sag mal, angeheitert. Muss man nett zuschreiben. Auf jeden Fall, ich kam nach Hause und ich dachte mir einfach so, ich versuch's jetzt einfach und. Ja, was soll ich sagen? Es hat beim ersten Mal funktioniert. Ohne groß Klibim, ohne groß Vorbereitung oder sonst irgendwas. Einfach hingehauen. Ich war sehr überrascht. So. Muss man erstmal lieber vorstellen, weißt du? Das, was man im nüchternen Zustand nicht schafft, schafft man, wenn man Alkohol getrunken hat. Ich will jetzt hier keine Werbung dafür machen, aber es hat doch eine gewisse Wirkung gehabt auf mich. Ah, oh, geil, toll. Jetzt geh endlich wieder auf, Junge. Ich brauch einen Schlüssel, ey. Das gibt's doch nicht. Komm schon, dropp einen Schlüssel. So, plupp, plupp, plupp. Ah, nicht nur Herzen dauernd. Ich brauche ein Schlüsselchen. Das ist genauso. Ich brauche einen Schlüssel. Ich brauche einfach nur einen Schlüssel. Komm schon. Hier, da, jetzt gibt's einen Schlüssel. Ich weiß es. Ihr habt mich lieb. Ihr wollt, dass ich Schlüssel habe. Nicht wahr? Auch wenn ich euch jetzt umbringe mit meinen Bluttränen. Oh Mann. Ich glaube, wir sind Freunde. Ah ja, die sind eigentlich nur nervig, weil sie die ganze Zeit so hinter einem herrennen. Aber ansonsten können die halt nicht wirklich viel. Das Problem ist, die machen halt wirklich viel Schaden. Ein ganzes Herz. Oh ja, klar, doch. Schick dem noch eine Bombe hinterher. Jawohl, der Schlüssel. Wuhu. Item, ich komme. Blub. Und jetzt einfach mal mit. Ich glaube, es auch. Ich krieg's nicht mehr, Alter. Ich will doch nur ein schönes Item haben. Oh Gott. Das war Glück. Und plupp, plupp, plupp. Plupp, plupp. Gut. Sehr schön. Ein Raum haben wir noch zur Verfügung. Da gehen wir natürlich auch noch rein. Es ist ein Raum mit Kiste. Was haben wir hier? Ein Raum mit 3 Kisten. Ach, wir probieren's einfach. Jawohl. Hat genau hingehauen. Bin maximal erfreut darüber. Ich hätte gern mal, was diesen Run gern mal schaffen würde, wenn es irgend möglich ist. Ich möchte gerne Guppy werden. Um Guppy zu werden, also die Katze, Guppy. Da gibt es ja einige Items von. Von Guppy. Und da musst du einfach, glaube ich, 3 Items von Guppy einsammeln und wirst du selbst zu Guppy. Und was enorm Schaden teilst du dann aus. Also das ist wirklich. Einfach, ich glaube, OP, um es mal auf Deutsch zu sagen hier. Also, Deutsch ist gut auf Englisch. Naja, wirklich, dann ist man sowas von overpowered. Ich weiß gar nicht, wie man das einfach nennen soll. Du spawnst bei jedem Schuss Fliegen. Und du spawnst bei, ich glaube, und die Fliegen machen, glaube ich, 3-fachen Tränenschaden und sowas. Also, das ist schon exorbitant. Oh, geil. Wenn ich Glück habe, droppt dein Eternal Heart. Na komm, droppen. Na los. Na los. Weil die weißen Gegner droppen die das öfter mal. Aber, nee, ich glaube, in der Bossform war das jetzt nicht so. Cube of Meat. Und weiter runter. Runter in unser Klopapier. Das Lair, nein! Kennt ihr das? Man sitzt auf dem Klo und wischt und wischt. Es wird einfach nicht weniger. Ja. Ja, Alter, seit wann wirfst du schräg? Und jetzt tue ich noch. Komm. Blub, 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 blub. Ha. Hättest du wohl so gedacht, wa? Oh Mann, ey. Kann ich jetzt nicht einfach mal was kommen, was. Können wir nicht jetzt 2, 3, 4, 5 Schlüssel droppen mal? Ich
wäre äußerst dankbar darüber und ich könnte meine Dankbarkeit gar nicht in Worte fassen, so glücklich wäre ich. Bitte, jawohl! Sehr schön. Ein. okay, wir werden erstmal weitergehen in die anderen Räume, also erstmal in den Item Room gehen. Oh, und den können wir auch mal reinmarschieren. In den da unten. Jawohl. Da gehen wir auch mal rein. Blup. Gabby's Paw. Jawohl, ich wollte Gabby heute werden. Das ist ein ziemlich cooles Item eigentlich. Kann halt extrem nützlich werden, gerade. Das ist auch sowas, kann sogar leicht spielentscheidend sein. Wenn du zum Beispiel nur noch, weil dieses Item wandelt leere, ich glaube, ich weiß nicht, ob es volle Herzen oder volle oder leere Herzcontainer wandelt das in drei, in Soul Hearts um. Aber nicht im Verhältnis 1 zu 1, sondern 1 zu 3. Das heißt, für 3, wir kriegen sage und tatsächlich 3 Seelenherzen für ein rotes Herz dann. Und das können wir auch ohne Cooldown benutzen. Heißt, wir bräuchten jetzt noch 2 Guppy-Items und dann wird das sogar hinhauen. Ich wollte mich sehr freuen, weil wie gesagt, ich glaube selbst in Wrath of the Lamb, also im alten Isaac, hatte ich noch nicht Guppy. Ich will das einfach mal haben. Ich habe das erst letztens gesehen und ich war total begeistert. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Deswegen habe ich die Katzen-Items meistens außer Acht gelassen, weil ich die früher ein bisschen kackig hielt, ehrlich gesagt. Und manchmal sind sie es auch. Zum Beispiel, wenn man den ganzen Körper der Katze findet, dass man dann mit 9 Leben, okay, ist zwar schön und gut, aber bringt einem auch nur, dafür verliert man alle seine Herzcontainer, auch bis auf einen. Sei denn, du hast von Anfang an nur einen, dann ist es natürlich super, aber bringt dir sonst im Endeffekt recht wenig. Oh, komm schon. Sehr gut. Weiter. Jawohl. Ein noch. Ja, Münzen. Karten. Daddy Longlegs? Ja, Daddy's Love. Wir haben jetzt den Schatten, der uns verfolgt. Seht ihr den? Und der wird gleich was machen. Pass auf. Und Batz. Tritt nämlich ab und zu mal Gegner kaputt. Der wartet jetzt, hat einen kleinen Cooldown. Und dann tritt er wieder zu, genau. Faith up. Okay. Dann machen wir ein bisschen Poo zerschießen. Das Daddy Longlegs ist ganz nützlich. Ist ein schönes Item eigentlich. Bringt einem auch meistens. Wie ihr seht, es macht auch Schaden. Es ist jetzt nicht so, dass es da. Daran soll es nicht mangeln. Batsch. Und da ist der nächste Boss down. So gut wie. Komm. Und fertig. Cool. Stand no chance. Von allem ein bisschen was. So, ein Schlüssel, sehr schön noch. Dann das. Das nehme ich aber erst so. Safety, don't swallow it. Ich glaube, das zeigt uns sogar die Karten auf. Oh, ich opfere mal. Blub. 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 Speed down. Toll, Safety Cap. Super gemacht. Wir gehen weiter. Oh, erstmal schon trinken. Ah, lecker. Tut mir leid, dass ich jetzt gerade mal trinken muss. Ich hau mir noch gerade was zu trinken rein. Brauche ja noch ein bisschen Flüssigkeit, weil Krankheit und so weiter, wisst ihr ja. Aber ich hoffe, das stört euch jetzt nicht allzu sehr. Ich nehme das halt alles direkt jetzt an einem Tag auf. Und dementsprechend hat sich da nämlich noch hier an meinem gesundheitlichen Zustand noch nicht allzu viel verändert. Ich glaube, wenn das hier rauskommt, das kommt jetzt erst in knapp einer Woche raus oder so in etwa. Also könnt ihr euch vorstellen, wann es etwa war, dass ich das hier gemacht habe. Also, es ist auf jeden Fall ein bisschen Zeit vergangen. So, plutsch, 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 plutsch. Oh Gott, wie ich sie hasse. Oh, genau reingelaufen, ich Idiot. Ja, warum hast du nicht den anderen genommen? Ach komm, wir springen jetzt einfach mal in die Luft und hoffen, dass was Gutes bei rauskommt. Ja, eine Karte. Schön. The Hanged Man. Auch gut. Oh Gott, wie ich diese Geister eigentlich ab kann. Komm, Daddy Long Legs. Trampelt sie alle tot. Ja, Daddy Long Legs. Hihi. Da kommst du auch mal, Geist. Danke. Sehr schön. Ja, gut, okay. Wir sind jetzt schon hier. Aber ich möchte gerne mal ein bisschen mehr Damage, ey. Ein bisschen mehr Shoot Speed oder so. Oh Gott, ich bin voll reingelaufen. Ich dachte, er wäre tot. Verdammt! Auf zum Item Room! Yeehaw!
Was die Bombe, die da hinhalten muss für? So, schwupp. Und durch. Ach Gott, wie ich euch hasse. Ihr könnt ja nichts dafür, aber... Ach, noch so sinnlos. Also wir haben heute wirklich kein Glück mit den Items. Ich muss ja fast sagen, das ist echt ein sinnlos Run. Also zumindest was die Items angeht. Okay, opfern will ich nicht. Ich hasse die Opferräume. Oh, nicht ihr schon wieder. Wenn ich euch sehe, dann kriege ich es kotzen. Aber es gibt nur einen Gegner, die... Also es gibt, ich glaube, einen einzigen Gegner, die noch wesentlich schlimmer ist als die hier. Und das ist wirklich nur eine einzige. Und die ist so penetrant nervig, dass ich kann sie gar nicht in Worte fassen. Wir nehmen das hier mit. Wir nehmen das hier mit. Ja, natürlich. Was auch sonst. Und ja, keine Ahnung. Scheiße. Naja. Schlüssel verloren, Geld verloren, scheiß Pille bekommen. Ich glaube, wir haben alles richtig gemacht. Oh, Bombe. Und durch. Boah, das war knapp. So, hoch. Lingels. Ja, Gluttony. Ah, wir wissen Bescheid. Wir wissen Bescheid. Ah ja, zack. Ein paar Herzen gedroppt. Sehr schön. Der Hanged Man. Das ist ein total sinnloser Kackraum. Wenn ich das mal so sagen, anmerken darf. Ja, oh Alter, ey, das ist ja richtig mies. Daddy Longlegs. Ja, eigentlich ein Boss. Aber stören soll es mich jetzt nicht. Zack. Ja, komm, mach mal du, Daddy. Dankeschön. Lieb von dir. Hab dich lieb, Daddy. Ist auch eigentlich so eine Frage, wo ist eigentlich der Vater von Isaac? Keiner weiß es. Niemand weiß es. Niemand weiß es. Oh, Alter. Echt jetzt? Ah, fliegen. Fliegen, 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 fliegen. Yeah, wir fliegen. Fliegen, fliegen durch die Gegend und machen Fliegendinge. Yeah. So. Ich würde sagen, wir gehen jetzt langsam mal zum Boss und hoffen, dass er ein paar gute Items für uns Story liegen lässt. Die einzige Sache ist jetzt wirklich die, dass ich darauf baue, dass ich am Ende des Runs noch mit Guppies Paw verdammt viele Herzen generieren kann. Sodass wir dann den Run auch durchhalten. Monster 2. Kann es sein, dass wir Monster 1 nicht einmal besiegt haben? Ist auch egal. Die Wahrscheinlichkeit, dass Monstro auftritt, ist nur, also Monstro 2 auftaucht, ist erhöht. Wenn man Monstro 1, alter Daddy, das war jetzt echt schwach. Das ist erhöht, wenn man Daddy, wenn man Monstro 1 besiegt hat. Also den normalen, in der ersten Ebene. Och, ey, der tritt aber auch immer genau daneben, das ist doch nicht normal. Ach, ich laufe aber auch immer genau rein. Hör doch endlich mal auf, so rumzuhüpfen, Junge. Bitte, komm schon. Ich hab doch nur so schwache Train, da kann ich doch nichts machen. Oh, Alter, ich bleib auch noch mittendrin stehen, ey. Stimme ich wieder an wie der erste Mensch. Jawohl. Oh, Alter. Jawohl. Verdient. Jetzt haben wir Damage und Shoot Speed. Hätten wir nicht auch irgendwo Herzen? Ja, hinten bei Glutton. Die hole ich mir jetzt nochmal zur Sicherheit. Ich hab jetzt keinen Bock, mit so wenig Herzen weiterzulaufen. Sind es doch irgendwo? Nee, ne? Schade. Okay. Auf zu Glutton. Piu, 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 piu. Sehr schön. Auf und ab wieder runter. Ich hätte gern ein Flug-Item. Ein Flug-Item und ein Tiers-Up-Item. Oder ein ich mache mich um Sieg-Item. Das wäre schön. Darüber würde ich mich sehr freuen. Jo, liegt da in der Kiste, wa? Unser kleiner Isaac. Oh, ich hasse euch. Eine Pille, und zwar eine mit Speed Down, die ich unbedingt haben möchte, bestimmt. Und die andere mit Puberty, okay. Puberty. Oh. Das war überhaupt nicht knapp.
Ich hasse euch auch. Ich hasse euch alle. Ich weiß nicht warum. Aber ihr seid immer da. Oh, Pretty Fly, die erste gute Pille heute. Oh, geil. Danke, Daddy. Thank you, Daddy. I love you. Oh Gott. Ich werde jetzt schon kotzen. Tut mir leid. Warte mal. Schau mal. Ah, nee, doch. Daddy hat das jetzt eigentlich ganz gut geklappt, muss ich sagen. So, das war's. Völlig unversehrt. Oh Gott. Ich habe jetzt ausgesehen, der Taste gedrückt, weil ich gedacht habe, da ist ein Damage-Item drauf. Ich habe mich getäuscht. I'll never be sober. Egal, jetzt haben wir ein paar Herzen mehr. Egal, passiert. So, danke. Daddy hat jetzt den Hauptteil für uns hier erledigt. Die Dinger nerven einfach nur. Wir sind direkt schon beim Boss gelandet. Daddy hat, Alter. Daddy, du haust hier ganz schön zu gerade. Kann das sein? Sehr geil, danke. Stars. Attacke. Noch besser. Oh, ist das ein monstrous Lunge? Oh ja. Von dem Item habe ich euch schon mal erzählt. Monstrous Lunge ist wirklich ziemlich geil. Ja. Ich hätte gerne nur ein bisschen Tiersap, dann charge das auch schneller auf. Und dann macht's richtig Aua. Das wird lustig, das kann ich euch versprechen. Oh, ich hab's voll verpeilt, dass das ja auch Gegner sind. Ja. Tut mir leid, dass ich hier rumhustere. So. Ein Händler. Na, ich guck einfach mal rein. Ich hätte gerne dieses ganze Links. Ich hoffe, dass ich noch ein bisschen was finde. Vielleicht habe ich ja Glück. Wenn meine Mom die Krone zum Beispiel kommt, dann könnte ich es vielleicht noch kaufen, wenn ich sonst irgendwo noch mit euch Glück ein paar gute Münzen finde. Ah, komm, Junge. Ach, Alter. Hier ganz links sind noch Räume. Die untersuche ich jetzt besser, weil wenn wir bei Mom einmal drin waren, kommen wir nicht weiter. Also da kommen wir nicht wieder raus. Seitdem wir haben ein Teleportations-Item, das haben wir leider nicht. Oh, ich Idiot. Na komm, mach mal rum. So. Plutsch. Plutsch. Schönes Ding. Ich mag das. Neben uns das Lunge ist meiner Meinung nach ein super cooles Item, ehrlich gesagt. Ja, hier, mein Papa erledigt das schon. Ich mache mir gar keinen Kopf drum. Siehst du? Sag ich der Papa erledigt das. Und zack. Und letzten. Oh Gott, ich lag jetzt einfach noch ein paar Schädel in die Luft, weil, genau deswegen, schwarzes Herz, Hierophant, Devil, Diamond, ah, siehste, weil ich, kann ich mir in dem Shop das Item noch kaufen, weil ich glaube, es ist ein ziemlich gutes, aber vorher gehe ich nochmal in den, ich wollte jetzt sowieso schon in den anderen Raum nochmal reingehen, ja. Opfern wir eben das eine Herz. Ah, okay. Oh, wir haben aber auch gerade ein bisschen Schwein mit den Karten. Strength, ja, der will nehmen wir mit. Oh, einmal machen wir noch. Komm. Puh. Stars. Okay. Okay. Leider können wir nur eine Karte mitnehmen, sonst hätten wir uns jetzt wieder aus dem Marms Raum dann wieder raus teleportieren können. Hätten sie, aber wobei, wir brauchen die Stars ja auch gar nicht mehr. Nächste Runde sind wir ja schon in The Womp. Und da gibt es sowieso keine Item Rooms mehr. So, auf zu Mom. Nein, ich hab's verpeilt, ich Idiot. Ich wollte doch noch zum Händler. Ich wollte eins meiner Lieblings-Items euch zeigen. Oh Mann, jetzt habe ich es voll verpeilt. Ich Idiot, ich ärgere mich echt gerade. Wenn ich mich jetzt nicht irre, war das nämlich eins der Items, die ich einmal schon beschrieben hatte. Indem man halt mehr Auswahlmöglichkeit bekommt. Stats up.
Wir kommen ja auch nicht raus. Mann. Hier, leider ist hier jetzt, kann ich ganz zeigen. Also, kommen ja auch nicht mehr raus. Verdammt, ich wollte doch zum Händler. Nee, weil dieses Item, was ich da hätte liegen lassen, oder hab liegen lassen, ist dafür da, dass man, wenn man einen Boss besiegt, nicht nur ein Item, sondern sogar zwei gleich bekommt. Also, beziehungsweise, es gibt zwei zur Auswahl, aber du bekommst halt nur eins. Trotzdem hast du eine wesentlich bessere Ausbeute, Cancer, ja, sehr geil. Jetzt können wir wesentlich schneller unsere Schüsse aufladen. Oh Mann, ey. Verdammt, voll reingerannt. Idiot. Jo, danke, Daddy. Thank you, Daddy. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Ich muss Daddy Longlegs für einiges danken. Und jetzt bist du ungefährlich. Also jetzt lassen sie dich sogar ins erste Level rund in den Cellar. Und Puke. Ich meine Puke. Oh Gott, Hassgegner. Oh, Hass, Hass. Unsäglicher Hass. Ja, verreck. Ah, Mann, ey. Das ist doch nicht normal. Und jetzt auf einmal, wo es keine verdammten Itemräume mehr gibt, werden mir die Schlüssel hinterhergeworfen. Das ist doch gemein. Aber wenigstens sind wir schon so stark, dass uns das, glaube ich, jetzt nicht mehr stören sollte. Blub. Und Item Boss. Oh, The Fallen, und zwar zweimal. Ja, machen wir The Devil rein. Sehr schön. Der hat uns eigentlich gar nichts entgegenzusetzen. Also wir sind jetzt wirklich also stark genug für meinetwegen auch Isaacs. Für It Lives auf jeden Fall. So, und für den... Oh Gott, jawohl. Missing Page? Jawohl. Ach, es gibt zwei. Ach, das ist gar nicht, ist mir noch nie aufgefallen. Geil. Freu mich. Und runter mit uns. Hui. So. Ah. Ja, sehr schön. Danke. Nein. Nein. Ja. Weiter. Ich bis zum Ende der Welt. Ah. Hilfe. Hilfe, ich werde ausgeraubt. Keine Sorge, Isaac schreitet zur Tat. Boah, Gottes Willen. Das war Schwein, das ist gerade noch unser Meatboy-Ball-Dings da beschützt hat. So, jetzt bist du dran. Blub. Na komm schon. Danke. Wie ihr sehen könnt, also wie viel Schaden wir machen. Die Bosse gehen fast instant down, Alter. Alter, ja Mann, ich hab's begriffen, dass wir jetzt hier, dass es auch Schlüssel im Spiel gibt. Das hättet ihr da mal 5 Ebenen vorher machen können. Ja. Oder so. Blub. Ist noch gleich bei Uterus. Bei It Lives. Was? Wieso? Ja, na klar, in uns gespawnt. Ich bin jetzt, habe jetzt extra nicht alles durchsucht, weil ich hatte ehrlich gesagt keinen Bock. Also, wie sagt man, unser Schaden ist echt phänomenal gut gerade noch. Blub. Und weiter. So. 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 Puke! Wollen wir hin? Himmel oder Hölle? Wir sind heute, haben Heiligenschein. Wir gehen also runter zum Teufel. Zum Deibel mit uns. Ab zum Deibel. Ja, komm doch. Schön dunkel haben wir es hier. Genauso wie du es magst.
Oh, ich habe jetzt voll vergessen, dass ich den Schatten ja gar nicht sehen kann, wo er landet. Verdammt. So. Puke. Danke. Die Mucke ist echt cool. Wobei ich die erste, also die Musik von Binding of Isaac, also vom ersten Binding of Isaac besser fand. Aber die war halt, ich weiß nicht, ist halt, ich glaube, es liegt einfach nur am Kultfaktor diesmal. Effektiv ist ja in, steht die hier im Nichts nach. Oh nein, Alter. Jawohl, ein Herz. Ich denke mal, das schaffen wir heute. Den Run. Oh Gott, da war er noch da. Hohoho. Ja, jetzt brauchen wir auch kein Geld mehr. Ja. Wie gesagt, jetzt braucht er auch nicht mehr mit ankommen. Honig ums Maul, die Schmiere hier. Herzen. Ja. Noch mehr Herzen. Sauber. Immer mehr Herzen. Komm her damit. Wir sind auch Monstro. Wir sind eine Familie. Ohana heißt Familie. Tja. Ich bin bloß das schwarze Schaf. Der kleine Isaac. Zack. Nochmal drei Herzen drauf. Satan. Wir können gerne einfach alle Herzen jetzt erstmal fast verwandeln. So. Und das war's schon gleich. Du bist tot. So. So, jetzt kommt der richtige Satan. Immer ausweichen. Oh Gott, das war Glück. Satan, wie ihr sehen könnt, hat mehrere Phasen. Also, der normale Satan an sich ist nicht besonders schwierig. Aber ich wurde erst befallen. Dann gefolgt von dieser zweiten Form. Danach macht er diese Stampfattacke. Da muss man halt eigentlich die ganze Zeit nur ausweichen. Immer in Bewegung bleiben. Dann passiert einem auch nichts. So. Blub. Ach, was soll's. Wir haben so viel Leben. Ich glaube, wir können es sogar leisten, ein paar Mal getroffen zu werden. Das war's schon. Wow, wir kriegen sogar noch ein Eternal Heart dafür. Und Isaac gewinnt gegen seine Mama. Tada! Tada! Und erneut Binding of Isaac geschafft. Leute, das war der nächste Run. Ich hoffe, er hat euch wieder Spaß gemacht. Ich hatte Spaß, war lustig. Der Isaac war relativ gut, den wir da hatten. Beziehungsweise die Items, die wir gefunden haben. Es ging dann von Anfang an nicht unbedingt perfekt los. Aber doch absolut machbar gewesen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wer Bock hat, lässt noch ein Däumchen da oder ein Abo. Vielen Dank also, bis zum nächsten Mal. Ciao!